Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Fanboy Simulator. Wir sind wieder am Start und mache heute weiter. Ja, eigentlich wollte ich schon was früher aufgenommen haben, aber nö, Spiel sagt, nö, ist nicht. Also, wir stehen in Luzern. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Also, was heißt erkältet? Es wird noch die Weile andauern. Mit Schneestufen. Ja, wir stehen in Luzern auf jeden Fall und machen heute weiter mit unserer Reise durch Europa. Innsbruck. Das ist schon ein ordentliches Stück Strecke. Will der da fahren? Warte, der will hier hochfahren, ne? Ja gut, wir stehen hier mitten am Arsch der Welt. Ich fahre gar nicht von Luzern aus. Wir fahren ein bisschen was früher. Wir fahren von Zürich wahrscheinlich aus. Wir fahren von Zürich aus. Das ist einfach, als wenn ich jetzt noch den Zern runter düse. Das ist, der Weg ist kürzer. Also, ich will heute zumindest relativ weit verkommen. Noch ein Stück. Ja, ich wusste jetzt tatsächlich in der letzten Episode. Oder eigentlich jetzt, wo ich aufnehmen wollte, tatsächlich noch mal relativ viel neu fahren. Angeblich hat das Spiel nicht gespeichert und hat mir tatsächlich die Route zwischen Arnhem und Luzern, also quasi das ganze Stück hier, das waren 1500 Kilometer, die ich jetzt in 3 Stunden gefahren bin. Und jetzt geht's weiter mit unserer Reiseroute. Wir fahren gerade über Innsbruck. Wenn er das mal zulassen würde. Salzburg. Mein Ziel ist es ja eigentlich durchzukommen sogar. Linz, St. Pölten. Bringt das jetzt was, wenn ich jetzt über wie? Wenn ich jetzt komplett Dings mitnehme? Wie weit ist denn das? 1000 Kilometer. Das wäre tatsächlich machbar sogar. Wenn ich jetzt von Zürich aus. Wenn ich jetzt von Zürich aus Österreich komplett mitnehme. Das machen wir. Wir werden uns heute die Strecke Österreich nehmen. Und dann werden wir dann mal schauen, wenn wir von Graz aus. Und dann werden wir schauen, was wir vielleicht von Salzburg aus, über München, Hohenschwangau, Konstanz, hoch nach Stuttgart machen. Das wird wahrscheinlich die nächste Episode werden. Aber mal gucken. Jetzt werden wir erstmal schauen, dass wir hier durch Österreich durchkommen. Die Schleife hier fahren. So, zurück. So, das ist dann die 9. Würde ich richtig bekommen? Genau, ich muss jetzt tatsächlich. Also eigentlich habe ich das Stück, was jetzt hier ans gepinnt ist, komplett gerade im Offscreen gefahren. Weil er hier aufgehört hat. Die ist er gar nicht mehr gefahren, die war nicht freigeschaltet. Und jetzt hat er tatsächlich die Haltestelle Luxemburg. Und so hat er jetzt tatsächlich wieder drin. Also das, was er tatsächlich gefahren ist. Aber wir waren jetzt Zürich Graz. Das wird heute der nächste Teil werden. Ich denke, das versuchen wir hinzukriegen komplett. Und dann werden wir wahrscheinlich schon Österreich abgeschlossen haben. Und dann werden wir wahrscheinlich über München und so machen. Jo, gut. Würde sagen, let's go. Oder? Ich darf. Wenn das uns lässt. Gute Land, will ich jetzt eigentlich fahren? Hopp, bitte. Nein. Vielleicht fahren. Das ist herrlich. Ich will eigentlich fahren, Leute. Hallo? Darf ich dich fahren? Nee, das will eigentlich jetzt. Ich will. Hallo? Ich liebe Spiel, ich will fahren, lass mich fahren. Realistisch, das war der Gedanke dahinter. So. Ich weiß nicht, ob das passt von der Zeit her. So, wir haben ja alles frei. Dann reisen wir heute jetzt von Zürich aus bis nach Graz in Österreich. Sorry, dass ich mich ein bisschen kälte dann höre. Die Nase ist komplett zu. Ich habe Heuschnupfen ohne Ende. Es ist gerade so übelst die Zeit.
Deswegen kann das durchaus passieren, dass ich mich ein bisschen sehr erkältet anhöre. Also, geh in den Bus, machen wir doch glatt. Wir werden natürlich wieder mit dem Neoplan Skyliner fahren, ihr kennt das. Der macht mir gerade am meisten Spaß. Warte mal, ich muss gerade den Bus anmachen. So. Und jetzt machen wir mal kurz komplett einmal an. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. So, dann fahren wir mal unsere Leute holen. Warum war das Spiel? Warum spielt das, was ich denke, vorher gespeichert hat, wollte ich mich gerade. Aber wie gesagt, das hätte ich mir die drei Stunden machen können, das hätte ich ja in Ruhe aufnehmen können. So, Ankunft in Zürich soll 16 Uhr sein. Wir haben jetzt 15.46 Uhr. Muss ich noch was navigieren bitte? Achso, ich sollte mich mal anmelden, ne? So, die erste Pause soll um 8 Uhr sein. Dieter Innsbruck. Ja, mal gucken. Ja, warum ich dich heute vom Luzern aus fahre, genau, das sind einfach mal so 150 Kilometer oder fast 300 Kilometer extra. Deswegen nehme ich den etwas kürzeren, dann einfach im Weg und fahre von Zürich aus das ganze Ding an. Eigentlich wollten wir Luzern Hohen Schwangau fahren, das war ursprünglich der Plan. Aber ich wechsle auch zwischendurch mal ein bisschen durch. Boah, Alter. Der Wechsel aber abrupt. Wir können gar nicht hier rechts aufhängen. Das, obwohl wir eigentlich Zürich freigeschaltet haben. Oh, why not? Hey. So, zwischendurch, wenn ich mir mal kurz die Nase schnauben muss, dann mache ich das Mikro auf stumm. Muss ja nicht in der Aufnahme sein. Aber wie gesagt, tut mir einfach gerade leid, dass es gerade nicht anders geht. Ich habe noch keinen Heuschnupfen. Ich muss einmal irgendwann mal Nasenspray kaufen. Ich wundere mich, dass ich keins habe, aber scheinbar ist es so. So. Na dann, fahren wir mal los. So, du willst links abbiegen? Das ist, ja, doch links abbiegen. Das ist richtig. So, jetzt müssen wir natürlich einen kleinen Moment warten hier. Als ich jetzt hier durchgeheizt bin, habe ich dann, komm, scheiß auf die Verkehrsregel, rote Ampel. Was interessiert mich, rote Ampel? Aber jetzt halten wir uns ein bisschen an die Verkehrsregel, jetzt sind wir wieder in der Aufnahme, jetzt müssen wir wieder Vorbild sein. Ah, jetzt ist wieder. Wir leider warten. Jetzt dürfen wir. So, kleinen Moment warten. Ich mach mal die Taler an. Warte, keine Sorge. So, Klimaanlage an, 21,5 Grad. Da scheint wohl keiner, bisher scheint da keiner da gemeckert zu haben. So, warte, wie sieht der Tank überhaupt aus? Voll. So. Na dann. Eigentlich wollte ich euch Luzern schon mal tags zeigen. Wie gesagt, ausgewöhnlich jetzt tagsüber reingefahren. Und hier stand tatsächlich eben gar keiner, als ich dann nach Luzern weiter bin, um die Stadt freizuschalten. Aber eigentlich, wie gesagt, wollte ich mich das jetzt auf der Karte gespeichert hat und jetzt auf einmal doch nicht. Na gut, da steht unsere Reisegruppe, die wir heute mitnehmen wollen. Sollen. Bis Sach. Wie? Bis. So. Die Bordküche machen wir mal an. So. Machen wir kurz die Luke auf hier, damit die ihr Gepäck loswerden können.
So, und dann gucken wir mal. Nach Linz möchtest du. Du bist wer? Melissa Straub. Na ja, nimm mal mit. Valeria Wolf, habe ich schon gesehen, ist da. Sprachen Sie in meine Richtung? St. Pölten, der Aja Wiczorek. Ganz oben auf der Liste, sehr gut. Da bist du. Guten Tag. Das ist die Welt. Bitte schön. Johann Bauer nach Salzburg. Ja. Ciao. Servus. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Moritz Morgenstern. Cool. Passt. Mahlzeit. Bitte sehr. Du möchtest nach Wien. Und bist Giuliano Leonhard. Danke. Ja, passt. Guten Tag. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Tino Steiler. Also. Ciao. Das Ticket. Bitte schön. Josef Börder. Passt. Ciao. Fahren Sie in meine Richtung? Nein. Aber Salzburg. Geiler Wallner. Da cool. Hallo, ich möchte noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Ja, du möchtest nach Linz? Nach Linz möchtest du. Gut. Ciao. Du bist der Bastian Kuritz. Hier bei der Liste, da bist du jetzt noch zwei Leute auf der Spitze stehen. Johannisch. So, jetzt müsste der Fritz Fleischer noch hier stehen. Oder bist du? Das machen wir so, okay. So, du möchtest nach Wolfsburg, du fährst nicht mit. Das ist nämlich nicht meine Richtung. Das wäre auch ein zu großer Umweg. Da wollen wir dann ja im Süden bleiben und dann wieder so ein bisschen nacharbeiten. Wie soll ich eigentlich heute gerne Österreich mit euch zusammen abschließen möchte hier. So, okay, Motor läuft. Na dann, auf. Mal, sagen wir kurz der Leitstelle Bescheid, dass ich passt. Und wir fahren los. Offizielle erste Pause ist um 20 Uhr. Und wir fahren los in Richtung Innsbruck. Das sind 276 Kilometer, die uns jetzt hier anstehen. Offizielle Ankunftszeit soll 19.04 Uhr sein. Steht aber auch theoretisch nochmal für dumme oben. Also für die Leute, die unten das nicht dumm, aber die Leute, die das Navi nicht lesen können, unten da steht es nämlich nochmal oben drüber. So muss ich auch kein. Fällt mir gerade auch ein bisschen auf. Ich habe es für euch jetzt nochmal eingestellt. So, wie gesagt, halten wir uns ein bisschen an die Verkehrsregel hier. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, das ist, glaube ich, ein etwas größerer Teil. Also wir haben jetzt 1000 Kilometer vor uns. Sind das war morgen, habe ich auch die Strecke, die über Luxemburg und Luzern gefahren. Ich glaube, das waren auch 1000 Kilometer knapp. Habe ich jetzt irgendwas vergessen auszumachen, anzumachen? Fahrer, ich brauche mal dich. Ich mach mal hier alles an. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Außer der Ansage mal raus. Und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Eingang.
So, weiter geht's. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone so, kann man. Ich habe jetzt gar keine Ampel gesehen, muss ich zugeben. Da war auch keine. Okay, dann fahren wir durch. Und profitiert von exklusiven Online-Anbietern. Ich dachte, ich hätte jetzt wieder keine Ahnung. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. So, wir machen jetzt. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. So ist es. Und das ganze Ding, weil für die Leute, die es nicht verstehen, aber ganz auf Englisch. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire. Hallo, Apple, bleib mal grün. If the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet. So, auch so komisch zugebaut. Oh ja, Stau nach Zürich rein, natürlich. Kennt man, ist klar. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. Ich werde mehr. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Jawohl. Of course, we're always driving to vielleicht etwas langsamer fahren. Ja, kann ich. Entschuldigung. Ach, warte, ich höre doch nicht auf Fahrgäste, gibt Gas hier. Wir müssen eh stehen bleiben, weil wir auch wieder Stau haben. Oh, ich sehe nichts hier, ne? And now we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy. Ich weiß, wie soll machen. Jetzt sehe ich zumindest ein bisschen was. Ja, was ich gerade anmerken wollte, ich werde versuchen, nächsten Monat mir die DLCs, so die herzlichen Busse, für 20 Euro nochmal. So, dann fahren wir hier raus, rüber. Der LKW, naja, wie gesagt, dann, wir haben jetzt noch 252 Kilometer bis Innsbruck. Also verlassen wir jetzt die schöne Schweiz. Und warum auch immer du hier einfach stehen bleibst. Mir ist es egal, ich kann jetzt mal durchfahren. Jetzt müssen wir gucken, auf die Liste gucken, wie mit dem Grad, wahrscheinlich geradeaus. Alles andere würde meiner Meinung nach keinen Sinn machen. Alles andere würde meiner Meinung nach gerade keinen Sinn machen. Endlich wieder Flixbus. Hurra, hurra. Wie gesagt, ich hatte nicht die 3 Stunden vorher, die musste ich machen. Warum haben wir das Spiel nicht gespeichert? Weil, wie gesagt, die Route wurde mir am Eingang nicht angezeigt. Mir wurde die letzte Route angezeigt von Wilhelmshaven nach Arnhem. Und deswegen bin ich jetzt von Arnhem nochmal nach Luxemburg, wo dort ist weiter nach Luzern gefahren. Das waren über 1600 Kilometer, die ich jetzt durchgezogen habe. Und jetzt auf einmal, als ich das Spiel, neu gestartet habe. Ich hätte schon mal starten können. Wie auch immer, wie gesagt, ich wundere mich halt einfach, dass es nicht geklappt hat. Ja, heute werden wir versuchen, uns größtenteils Österreich zu widmen und unser nächster südöstlicher unser südöstlichstes Nachbarland abzuschließen. Und danach wird es wahrscheinlich über Tschechien wieder gehen, nach Deutschland zurück. Und der ganz große Block aus Frankreich. Aber dann haben wir, wie gesagt, die Schweiz komplett weg. Dann haben wir Belgien weg, Niederlande, Luxemburg. Gut, Luxemburg war nicht schwer, war nur ein Land, eine Haltestelle. Aber
Dann aber Belgien, Niederlande, weg, Schweiz weg, Österreich weg, Luxemburg weg. Und da fehlt jetzt dann irgendwann noch komplett Deutschland und halt Frankreich. Geh weg mit deiner Karre. Ich muss mal Gas geben hier. Und ich bin das ganze Ding übrigens ohne Tankfüllung durch, ohne Tanken drüber durchgefahren, ne? Ich habe mir nur Luzern nachgetankt. Aber jetzt, weil wir ja wieder eine neue Route gestartet haben, Zürich ist der Tank natürlich voll. Von daher, alles gut. Schöne Gegend. Ich freue mich auf jeden Fall auf August, dann bin ich ja nicht wieder da. Also in der Schweiz. Und da freue ich mich schon übelst drauf. Habe ich schon gute Nachrichten bekommen, dass eine Freundin von mir tatsächlich, komm her, ich fliege ja freitags. Ursprünglich hat sie eigentlich nicht frei gehabt, hat sie erst um 16 Uhr Zeit gehabt. Das heißt, sie hat jetzt tatsächlich ursprünglich doch frei bekommen. Ergo kann sie mich auf Flughafen abholen und wir können den Tag verbringen und seine Zeit bin ich damit, hat sie komplett frei. Happy, happy. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier rechts raus, wa? Richtung Wien. Ja, die Straße macht da vorne schnell Klick. Sehr gut. So, also schönes Gas mal weg. So, hier mal schön durch. So, 187 Kilometer noch bis Innsbruck. Haben wir irgendwas zu befürchten auf der Strecke eigentlich? Baustellen, etc. Oder irgendwelche, das Blitzer irgendwo. Okay, Tankstelle hätten wir hier. Wir hatten mehrere Tankstelle-Optionen. Weil wie gesagt, ich bin in Zürich durch und in Zürich gibt es keine Tankstelle. Das ist geil, wenn du fast noch ein Viertel Tank hast und keine Tankstelle. Kein Dings, also jetzt in Freiburg. Gut, ich hätte Basel tanken können, aber jetzt die ist ein bisschen... Aber da gab es sogar, war die, glaube ich, sogar einseitig. Nee, war es aber nicht einseitig. Aber hier in dieser Tankstelle ist es einseitig. Wir sind ja hier rüber. Naja, wir haben es aber soweit dann doch hingekriegt und passt auf jeden Fall. Und wir machen jetzt. Der hat doch. Hätte mal Konstanz fahren können, wo auch hört mir gerade auf. Konstanz oder oben rum. Ja, ist egal. Wir haben soweit. Wir basteln uns schon irgendwie zusammen. So, müssen wir jetzt gucken, müssen wir jetzt Mautezoll, ne? Glück Österreich. Wahrscheinlich müssen wir jetzt Mautezoll. Ne, Maut ist gar nicht angezeigt auf der Liste, oder? Hab ich das jetzt richtig gesehen? Nicht gesehen? Bist du Mautezoll? Nein, eigentlich nicht, ne? Nö. Eigentlich nicht. Nö. Gar nicht. Diesmal nicht. Bis Innsbruck gar nichts. Bis Salzburg nichts. Und auch die. Also nö, eigentlich gar nicht. Eigentlich ja nicht. Verlänge. Aber auch eine schöne Gegend. Schöne landschaftliche Gegend hier. Richtung Österreich runter. Wir sind mittlerweile über die Grenze drüber. Wir sind jetzt raus aus der Schweiz. Haben jetzt bis auf. Nee, warte mal. Schweiz haben wir noch gar nicht abgeschlossen. Wir haben noch zwei Städte. Wir haben ja noch Bern und Genf mit dabei. Für so ein Thema, wir haben schon die Schweiz abgeschlossen, leider haben wir noch nicht. Wir sind noch ein bisschen dran. Ach ja, so ist das schönes Leben. Ich mache nur noch bis 14 Uhr, weil 15 Uhr, dann kommt nämlich die Formel 1. Also ich bereite jetzt gerade jetzt ein bisschen vor. Ja, seht es mir übrigens nach. Ich bin, wie gesagt, wenn ich dann tatsächlich wirklich immer kurz in die Schweiz fahre, das sind 5. Warte mal, ich schaff das, krieg doch hin, oder? Wenn da vorne jetzt nichts kommt. Kann ich doch auch mal schon. Eigentlich sieht jetzt gerade nicht so. Oh, da kommt was. Das ist wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass ich kein nicht durchgehend Flixbus-Simulator fahre.
Weil überlegt mal, jede dass ich Folge habe, die ungefähr 2 Stunden gehen. Überlegen, wenn ich 50 Tage vorbereiten muss, bin ich hier einen halben Tag dran. Das wäre zu viel. Deswegen werden wir wahrscheinlich darauf hinauskommen, dass ein, zwei Folgen kommen und dann was anderes kommt und dann wieder nach meinem Urlaub erst wieder was kommt. Ja? Obwohl, vielleicht haben wir es bis dahin sogar schon abgearbeitet. Obwohl, wir haben es bis dahin wahrscheinlich sogar schon abgearbeitet. Wo willst du denn da hin? Die Kurve ist aber eng. Die habe ich gar nicht so eng in Erinnerung. Und es hat keiner gemeckert. Hat keiner gemeckert. Die fahren schon wieder zu komisch. Tja. Egal. Herzlich willkommen bei Flixbus. Nein, nichts gegen die Firma Flixbus, um Gottes Willen. Wir sind tatsächlich jetzt mit der Firma nach Berlin gefahren, von Leipzig aus. Also das, was ich quasi jetzt erstes Mal gemacht habe, hier mit dem Flixbus, haben wir mit dem Flixtrain gemacht. Super Unternehmen, sehr günstig, sehr schnell. Wir waren eine halbe Stunde vorher in Leipzig und dann wieder zurück in Leipzig. Also, nein, alles gut. Macht da kein. Das ist echt teilweise nur Spaß hier. Also ich glaube nicht, dass die Firma Flixbus Fahrer einstellen würde, die genauso fahren wie ich hier im Let's Play. Oh, eine Polizeikontrolle. Meine erste. Meine erste. Oder muss ich da jetzt nicht reagieren? Ist das gängig? Ist das Gegenfahrer, ne? Oder sind wir das jetzt? Ja, das sind wir. Ja, du bist hier raus. Also als ich jetzt die Strecke gefahren bin, gab es keine Polizeikontrolle. Da bin ich ohne weiteres durchgekommen. Und jetzt, wenn ich hier wieder von der Burger fahre, haben wir tatsächlich eine Polizeikontrolle. 130 Kilometer vor Innsbruck. Müssen wir einmal ganz kurz der Polizei Hallo sagen. Mal gucken, was er hat. Führerschein passt. Fahrzeugschein, Licht in Ordnung, Warndreieck in Ordnung, Warn ist in Ordnung. Bitte jetzt sagt mir, dass eure Fahrgestelle in Ordnung sind. Alle in Ordnung. Tachograf auch passt zum Fall. Gut, weiter geht's. Pause machen müssen wir nicht. Die haben wir ja später. Tanken brauchen wir auch nicht. Aber, wie gesagt, also ich jetzt die Strecke gefahren und ich bin wieder von Aden nach Luzern gefahren, durchgefahren. Und da habe ich nicht eine Polizeikontrolle gehabt. Und hier direkt mal die erste. So, die Frage ist, was passieren würde, wenn wir das ignorieren, die ganze Geschichte. Wenn wir dann einfach sagen, komm, wir fahren durch. Ach mein Gott, fahr mit einem Versenker vorbei. So, Wien, Graz, Linz, Zürich, Genf, Basel brauchen wir gerade nicht. Fahren wir also straight geradeaus, so wie das Navi uns leitet. Also durchweg über die A14. So, ich mache hier einen kleinen Break. Für euch geht's weiter. Für mich jetzt erstmal keine Pause. Wie gesagt, ich habe 3 Stunden vorher gehabt. Wir sehen uns gleich wieder und ich melde mich dann. Bis dann. So, weiter geht's. Ja, okay. Ich habe das Auto gesehen, keine Sorge, das meine ich gerade. Herrlich. Wir sind auf der Weg immer noch nach Innsbruck. Da wollen wir jetzt auch diese Folge nur, also für mich diese Folge. Ich kann ja nur eine halbe Stunde mal aufnehmen. Weil sonst wäre die Dateien zu groß zum Kopieren auf den Stick. Ich kopiere die Dateien immer von der Playstation auf den USB-Stick und dann quasi dann über meinen Rechner mit dem Schneideprogramm ziehe ich die zusammen. Also wie gesagt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es auch wieder 2 Stunden irgendwas werden. Aber so ist das halt manchmal beim Fernbus-Simulator. Da ist man halt mal ein bisschen was unterwegs, ne?
Oh, schöne Ecke hier. Ja. Ja, bleib stehen. Oh, ich mag das eigentlich nicht, wenn man so die ganze Zeit so Abbruch bremst. Aber wenn du fährst, kannst du erst oder letztes. Vor allem, weil der komische Transporter hier neben dir ist, kannst du nicht mal überholen. Vergiss es, jetzt zieh ich durch. Da musst du aufpassen, nicht, dass wir zu oft da die Links level. So, noch 90 Kilometer, liebe Leute, bis Innsbruck. Warum auch immer hier Leute einfach mitten stehen bleiben. Wir stehen auf der Autobahn. Wir parken. Du parkst auf der Autobahn. So. So, dann sind wir wieder in dem Tunnel. Jetzt passiert das wahrscheinlich öfters mal, weil wir ja schöne Berge sind. Wir sind, wie gesagt, in Österreich jetzt sogar. Wir sind 80 Kilometer von Innsbruck. Ihr seht es aber auch schon an der Karte rum, also wo wir sind ungefähr. Unsere erste Pause wird um 20 Uhr sein. Mal gucken, wie weit wir dann sind. Also eine Pause auf jeden Fall machen müssen auf der Route. Ach, Venedig. Können wir mal nach Venedig fahren? Könnte ein bisschen feucht werden, ja, aber. Nee. Ich weiß gar nicht, ob da die Route überhaupt existieren würde oder ob sie gesperrt ist. Das ist wie nach Mailand und so. Ich glaube, dass da irgendwann einfach eine unsichtbare Wand kommt, dass wir da nicht weiterkommen. So gerne ich das machen würde. Glaubt mal. Aber Italien gibt es ja nicht. Vielleicht irgendwann mal. Oh. Viel Transport unterwegs. Alle Bologna, wie Graz, jetzt ist es geradeaus. Das ist richtig. Ich sag ja, viele Berge gerade. Kannst du nicht unbedingt da direkt vor meine Nase ziehen, Kollege? So, gebe ich 70 hier. Was kann das mal runterfahren? Durch den Gott, dann fahren wir ja nicht, was der nach Italien gehen würde. Ich nichts wissen. So. Oh, ich habe noch mehr solche Dinge. Solche Spiele. Ich habe ja noch den Transit World Simulator. Oh, das ist schon die Polizei. Die Jungs hier gerade auch gar nicht, dass wir gerade mit 105 an denen vorbeifliegen hier gefühlt. Die fahren mich auch nicht viel langsamer. Sind sie eigentlich immer so? Ja. Wisst ihr, ich bin Gärtner, ich mag Rasen. Weil da. So. Schwarzgau. Aber nicht. Wir müssen nur gucken, dass wir hier mal eine Lücke finden, wo wir hier reinkommen. Guck mal, der drückt sich aber auch eisekalt da. Meine Fresse. So, wie gesagt, ich bin einfach... Ich bin ein bisschen als Mischung zwischen Erkältung, das ist Heuschnupfen einfach gerade.
Oh, wir sind nur noch 20 Kilometer von Innsbruck. Fällt mir gerade nur so auf. Wir müssen gerade gucken. Müssen wir hier irgendwo raus jetzt oder was? Warte mal. Wir sind jetzt da. Bist du jetzt wahrscheinlich raus, ne? Nee, noch nicht. Ganz. Aber ich hänge mich jetzt trotzdem wieder hin. Oh, weiter! Hier ist schön, dass ich jetzt. Hier muss ich noch nicht raus, aber hier in der nächsten muss ich raus. Weil vor allem, ich wollte diese Lücke rein und da bleibt der stehen. Jetzt. Zur Quest, ist das richtig? Ja. Ich kann das. Okay. Ich glaube, die Fahrzeuge verschwinden, solange, wenn die oben in die Schleuder kommen, verschwinden die einfach. Oder das ist hier normal in Österreich, dass hier einfach Autos verschwinden. So, damit dann eben alle herzlich willkommen. Auf zu hupen. Ja, ist gut. Ihr braucht mich nicht zum Feiern hier. Herzlich willkommen erstmal in Innsbruck. So, die Ösis unter uns, da kennt ihr was wieder. Also wir sind in Luzern, habe ich die Straße wieder erkannt. Ups. Entschuldigung. Also in Luzern habe ich ein bisschen was wieder erkannt, auf jeden Fall. Ups. So, da sind wir doch schon. Und damit haben wir Innsbruck freigeschaltet. Moinsen! So. Und auf eine. Carla Wurm. Da bist du. Servus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Jordan Marquardt. Da unten? Sehr freundlich. Hi, fahren Sie in meine Richtung? Du bist doch wie Joshua Hagedorn. Joshua Hagedorn. Sau. So, und haben wir hier noch? Du. Servus. Fahren Sie in meine Richtung? Willst du nach St. Pölten? Jeder Bischof. Jawohl. Auf geht's. Salut, ich hoffe, ich bin hier richtig. Du willst nach Salzburg. Und bist dieser Viererbrenner. Sehr voll. So, jetzt gucken wir mal, da sind noch ein paar. Hier ist mein Ticket. Linz möchtest du, du bist der David Berner. Danke. Du fährst mit. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Jeppa, Graz. Das ist der Tobi, der Valerie Eberhardt. Das bist bestimmt du. Hab ich schon gesehen. Und du möchtest nach? Hallo, ich benötige noch ein Ticket. Du möchtest nach Wien. Vielen Dank. So. Gut. So, da geht's jetzt weiter nach St. Pölten. Richtig auf dem Schirm? Alles richtig auf dem Schirm? Ach, was? Warte mal, kurz, ich sollte meine Leitstelle kurz Bescheid zeigen, dass ich los bin. Nach Salzburg. In die Mozartstadt geht's jetzt nach Salzburg.
Das sind jetzt nochmal 234 Kilometer. Also die Strecke sind etwas länger. So. Guck mal, ob ich das Gas rausziehe. Ja, wir fahren durch die Österreich bis runter nach Wien. So. Stehen bleiben, Kollege. Du brauchst mir nicht die Vorfahrt zu nehmen hier. Habe ich die erste Pause? Wann habe ich die erste Pause? 20 Uhr habe ich gesagt, ne? Ja, anderthalb Stunden. Muss gut eingehen werden bis Salzburg. Haben wir überhaupt einen Rastplatz vorne? Ah, warte mal. Ich bin ein bisschen abseits der Strecke. Ich gucke gerade, wo haben wir denn Salzburg? Hier, wo haben wir es? Hier. Habe ich irgendwo einen Parkplatz? Also da ist auf jeden Fall noch einer und da. Ja, theoretisch vor Salzburg sind auf jeden Fall noch 3-4 Parkplätze. 5 in Salzburg. Also ich glaube, 4 kriege ich schon hin. So. Ja, Hilfe. Ach, schöne Ecke hier. So, die Straße da durchgeht, ja, ne? Ja. Ich dachte jetzt, es wäre da tatsächlich die... Wenn er links. Stopp, falsch. Okay. Wow. Gut, der Fehler lag bei mir, ich werde nicht solche Sachen ziehen. Ach, wir fahren natürlich jetzt genau durch dieses Ding. Okay, ich dachte, wir wären die Eisenbahnstrecke hier oben durch. Ja, das ist die Straße. So, tanken brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir haben es letztes Mal auch geschafft mit 1500 Kilometern. Also ich stelle mir unter, dass wir beim Tanken durchkommen. Bis nach Wien. Bis Wien fahren wir, ne? Ist richtig? Nein, bis Graz natürlich. Wien ist hier jetzt eine Stelle vorne davor, vor Graz. Hier ist ja irgendwas gesperrt wahrscheinlich. Ja, der zeigt uns hier den kürzesten Weg an. Von daher alles gut. So, dann können wir auch wahrscheinlich schon später, wenn wir weit durch sind, von Wien aus durchfahren. Wahrscheinlich fahren wir dann von Wien nach. Ah, das ist auch noch, das Budweis noch mit drin. Das ist schwierig, wenn die beide so auseinander sind. Also wahrscheinlich Prag. Ich würde ja sonst Brno, Ostrava, also das sind auch mal Tschechien dann irgendwann mal danach abschließen. Ja, gucken wir mal. Wir gucken das, wir kriegen das schon hin. Ich mache mir jetzt auch keine Gedanken, was wir machen als nächstes. So. Ich muss ein bisschen auf die Zeit bedachten. Ich habe das nämlich schon erklärt, dass ich maximal eine halbe Stunde auf den Stick kopieren kann, weil sonst muss ich die Videos auseinander schneiden. Das ist viel Schneiderei. Deswegen versuche ich darauf zu achten, dass ich immer diese halbe Stunde hinkriege und dass ich euch die dann zusammenschneide.
Bist du von der Kante? Okay. Wir haben noch circa eine Stunde bis zur Pause, bis zur Rastpause. 20 Uhr muss es sein. Kähne und Nickel. Geil, ich kenne die Originalfirma, die dahinter ist. Why not? Gut, wir dürfen wahrscheinlich die offizielle Lizenz nehmen. Aber wie gesagt, ich kenne die Originalfirma, den Originalname, der dahinter sitzt. Oase. Gut, das ist eigentlich klar, was das ist. Mit der Flixbus haben sie tatsächlich wahrscheinlich keinen Originalnamen. Und die Hersteller von den Bussen, ja, haben sie wahrscheinlich keine Originallizenzen kriegen dürfen. Warum rast die Transporterfahrer immer noch so? Hey, 160 Kilometer nur noch bis Salzburg. Die rast aber nicht die ganze Zeit wie die letzten, ne? Schon der nächste wieder angeflogen. Schon wieder einer. Wie gesagt, extrem viele Transporter. Was haben wir hier? Habt ihr Petrol? Das ist wahrscheinlich nur was Fiktives. Du bist nicht mir nichts bekannt, vielleicht nur in Österreich bekannt. So, da vorne ist dann die Firma. Kulur.lt, Litauen, Deutschland. Okay. Ja klar, manchmal erkennt man natürlich die eine oder andere Firma wieder, weil sie dann doch nur halt eine Originalfirma, sondern ein bisschen fiktiver dargestellt. Wie jetzt Oase oder. Wie ist er? Kähne und Nickel? So. Jetzt haben wir noch gute 100 Kilometer bis Salzburg. Und da geht es wahrscheinlich auch seit Pölten.
und dann kommt Wien und dann kommt Graz und dann endet unsere Strecke. Also, vorletzter Halt, bis auf den Abschluss, ist halt in Salzburg. Oder? Bist du richtig im Kopf? Der Linz ist noch mit da drin. Ach Gott. Salzburg und Linz. Ich hätte auch links auch München abbiegen können jetzt. Ne? Nein, wir fahren aber bis Wasser. Wir fahren aber so. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich runter von der Autobahn. Ja, Wien, Graz, Linz. Ist jetzt recht, wir müssen doch eigentlich jetzt runter oder nicht? Habe ich das richtig im Kopf gehabt? Ja, doch, klar, natürlich. Nur Salzburg steht da nicht drauf. So. Hoppala! Ist das die richtige Richtung? Ja, das ist die richtige Richtung, aber die falsche Lage. Wir machen das etwas anders. Ich kann mich ja noch nicht starten. Dazu muss ich aber aufstehen. Willst du mich jetzt flachsen? Bus? Hallo? Das ist mir vorhin schon mal passiert. Vor allem, ich habe keine Möglichkeit, laut Bus zu stoppen. Halt! Ich habe keine Möglichkeit, Bus zu stoppen jetzt. Der rollt jetzt durch, wenn er nicht irgendwie anhält, nur halten muss. So, jetzt. Oder auch nicht. Hallo? Bleib doch stehen, Bus. Tschüss. Warum? Ich will weiterfahren. Bitte am stehen muss. Scheiße. Ich krieg die Tür nämlich nicht auf da vorne. Ich muss jetzt warten, bis der Bus steht. Das muss jetzt warten. Ja, ja. Ich will ja weiter am fahren. Schön, dass ich jetzt nicht weitermachen kann hier. Vorne war der. Da ist die Tür vorne. Ich kann ja die Tür nicht aufmachen, das ist das Problem. Tschüss! Ich glaube, ich bin schon bussig gestorben. Vor allem, es geht nicht. Ich will hier den Scheiß aufhalten. Kann ich nicht weitermachen? Kann ich nicht mit dir? Wenn ich mal in den Bus reinkommen würde. Ich kann nichts machen. Ich weiß, das ist mir schon mal passiert, das ist mir vor der Schweiz schon passiert. Damit habe ich aber Glück, dass eine Mautstelle da war. Das heißt, der muss uns in die Mautstelle rein. Hallo? Ich kann nicht rein, ne? Entschuldigung. Ha? Vorteil ist, da vorne ist eine Rechtskurve, das könnte klappen. Vielleicht schaffe ich es noch. Warum? Vielleicht kann der Fänger gleich sich an die Dings. bitte krache die Leitplanke, da kann ich ja weiterfahren. Ja, das sieht so aus, als würde der. Oder weil ich Pech habe, geht der genau daneben. Ja, das könnte klappen, das könnte funktionieren, das könnte knapp funktionieren. Aber ich glaube, der Herr wird nämlich genau die Leitplanke krachen und daneben holen weiterschlagen, oder? Bleib stehen!
Ich kann nichts tun, Kollege. Nein, da war kein Reisdorf. Lass mich in Ruhe. Ich will ja weitermachen. Hallo. Okay, ich kümmere mich darum. Wir sehen uns wieder, wenn ich im Bus bin. So. Auch bei uns im Bus. Ihr habt's mitbekommen. Ja. Ja. Entschuldigung. Warte mal, ich muss auch kurz die Scheißansage mal ausmachen. Aber die Fresse jetzt. So, ja, es hat wieder irgendwann geklappt, dass ich tatsächlich doch in meinen Bus zurück konnte. Wie habe ich es geschafft? Ganz einfach. Ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, in den Bus in das KI-Auto zu kommen. Ich kam nur nicht wieder raus. Also ich bin in ein KI-Auto gespawnt, ich bin aber nicht wieder rausgekommen. Und jetzt geht's endlich weiter, ey. Boah, was für eine Mission, ey. Wann bist du jetzt? Lass mich in Ruhe. Ich bin genervt. Nein, ich, keine Ahnung, ich... Irgendwie landet man außer ein paar Wurstkabel, wenn der aber rollt, kannst du ja die Tür nicht mehr aufmachen. Und, ja. Wie auch immer. So, muss man gerade gucken. Klimaanlage an. Ja. Naja, es hat jedenfalls geklappt. Hat dann immer mal wieder geklappt. Ich habe das Spiel quasi neu gestartet, beziehungsweise die Map neu geladen, den Speicherstand. Der hat mich dann wieder an diese Stelle gespawnt, weil er ja alle Fälle schon neu speichert. Ja, und dann hat es dann am Ende funktioniert. Also, wie gesagt, wir sind wieder unterwegs nach Richtung Salzburg, sind jetzt 60 Kilometer von Salzburg. Geh weg. Mein Nagel ist angerissen. Deine Mutter ist angerissen. Alter Verwalter, ey. Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass wir wieder auf der Straße sind. Ey, was für eine Scheiße. Also wie gesagt, du kannst irgendwie KI-Autos einsteigen. Wie gesagt, keine Ahnung, wie ich es gekriegt habe. Aber du kannst mit der Karre auch fahren. Aber es geht nicht, rückwärts zu fahren. Ich hab's versucht, das Auto dann rückwärts vor dem Bus zu setzen, sodass es klappt. Ja, der Bus hing dann irgendwann in der Leitplanke. Aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann das neue Spiel da gestanden. Also beziehungsweise den letzten Speicherstand mal neu geladen. Und jetzt sind wir wieder unterwegs in Richtung Salzburg. Wie gesagt, seht es mir bitte da. Also zwischendurch mal so ein paar Sachen, ein paar lustige Dinge. Why not? Übrigens. So ist es nebenbei. Also ich kann mit der Steuerkreuztaste nach rechts spielen, PS5-Version. Das ist doch schon. Da haben wir natürlich nichts mehr. Oder auch nicht. Guck mal, da kann ich aufs Navi schauen. Da kann ich wieder rumschauen. Aber, wie gesagt, ist ja nichts mehr. Und ich muss hier raus! Oha! Gleich, wir müssen ja Richtung Wien, bitte weiter. Kuckuck! Nein, alles gut, also wie gesagt. So muss ich nicht immer auf die Links achten, auf die Tachanzeige selber achten. Ich kann einfach runterschalten. Egal, passiert. Naja, ist dann halt jetzt so. Alles gut, wie gesagt, wir sind wieder on Tour. Ich bin wieder am Start. Euer Flixbusfahrer oder euer Busfahrer des Vertrauens ist wieder on Tour. So. So, wir müssen jetzt irgendwo rechts runter oder was? Was für eine Scheiße, ey. Ja, 20 Kilometer von Salzburg. Ich hoffe, das was wir heute noch hinkriegen mit der Folge. Boah, was für ein Kack, ey. Was für ein Kack. Da denkst du auch, kannst du spannend ein bisschen Bussimulator und dann landest du im Okay, und ich kannst aber nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, genau, wärst du rausgekommen, kein Problem. Bus, ja, stand der dann zwischendurch. Stand der dann mal irgendwann. Wie gesagt, mein Gedanke war dann immer, komm, schaffst du jetzt KI-Auto davor? Steigst du aus dem Bus, aus dem Fahrzeug aus, steigst wieder in den Bus ein, fährst weiter, passiert. Ja, das hat sich ja da Gott sei Dank gar nicht. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass wir den letzten Speicherstand immer neu warten, bis er saved und dann den Speicherstand immer neu laden.
Wie gesagt, das ist auch Grütze, wenn du den Bus auf die Seite legst. Ja, das war meine Schuld. Ich war ein bisschen fix in der Kurve. Und dir so? Ich weiß auf die rote Ampel jetzt. Ich muss Zeit gut machen. Ich habe übelst viel Zeit verloren. Ich meine, wir sind trotzdem immer noch zu früh da. Wir sind eine halbe Stunde zu früh in Salzburg. Wie gesagt, in Zweifel habe ich immer. Ich habe sogar mitten auf der Autobahn meine Rastpause gemacht. Kann wollte ich aber mal eine Pause machen. Ich kann mir den scheiß Bus nicht rein. Lass mich in Ruhe. Ah, mein Nagel, Kaffee ist verschüttet. Mein Nagel ist angerissen. Ja und? Ich komme trotzdem nicht in den Bus. Die Frage ist am Meckern. Du fährst in die Leih. Der Bus fährt automatisch in die Leihplatte rein. Und? Wieso erinnere ich gerade das Ding an Zürich? Wir sind in Salzburg. Oder sieht das in Salzburg hier genauso aus? Also gefühlt genauso aus. So, wir haben Salzburg freigeschaltet. Moinsen, ich bin wieder da. Wir haben keinen Zwischenfall. Salut, fahren Sie in meine Richtung? Julia Schiffer? Jawohl, es sind ja so viele Leute. Es sind aber mehr Leute gefühlt als... Servus. Das tickt. Ups. Das ist schon okay. Ich nehme einen anderen Bus. Sie wollen bestimmt... Oh. Ihr wollt alle woanders hin. Das tickt. Bitteschön. Koray Wahl. Ciao. Hallo, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Nein. So pöken. Dankeschön. Guten Tag. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Wer bist du denn überhaupt hier? Emily Meyer. Emilia Meister, Entschuldigung. Sehr toll. Es sind aber viele Leute unterwegs. Hallo? Hallo! Tag, das Ticket. Echt jetzt? Sie müssen sich irren. Ich hab noch nicht mal was gedrückt! Auf geht's! Ciao, Sie wollen bestimmt ein Ticket. Also, es passiert tatsächlich, wenn ich hier wegdrücke, das Fahrgastticket ist gültig. Entschuldigung! Tag, Sie wollen bestimmt ein Ticket sehen. Ja. Linea Ammann. Auf geht's! Ja, gut, dann haben wir das doch. So, haben wir jetzt noch irgendwas hier vergessen? Nee, ne? Gut. Alles andere, was hier rumsteht, ist unwichtig. Halt, ey. Ich befürchte nicht, dass ich nur eine Folge kriege heute. Klar, das werden wir wahrscheinlich nur mit drauf hinauslaufen. Entschuldigung. Machen wir mal weiter. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Ihr an Bord seid und wir gemeinsam. So, nächste Pause 0:15. Verpiss dich mit deiner Schisskette. Wenn wir in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack und Getränkeangebot. Die Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr so, euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus.
Hello and so welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. So ein Rowdy. Herzlich willkommen bei Flixbus. Ja, genau. So fahren wir halt hier. Compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our online... Fahr in den Restaurant, das ist eine kleine Küche. If your battery runs out, no problem. Ah, die Restroom. Toilette. Outlets, which are marked accordingly. Ich muss Zeit gut machen. Mein Bus ist immer abgehauen. Onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. Nee, das wird zu viel. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. Das ist doch keine Verfolgungsjagd! Halt die Fresse, sonst kannst du laufen! Fahr zur Seite! Mecker, 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 lass mich doch einfach nur in Ruhe. Mein Bus ist eben alleine ohne mich abgehauen, meine Fresse. So, noch 90 Kilometer bis Linz. Seid ihr froh, wenn ihr da seid? Ich auch. Also, wie lange haben wir dann überhaupt noch bis Wien? Bis Ende, bis Graz. So, also nächste Haltestelle ist Linz. Gut, dann kommt St. Pölten, dann kommt Wien und kommt Graz. Also vier Haltestellen noch. Du schon mit deinem scheiß Mercedes hier. Verpiss dich neben mir. Oh, Alter! Geh weg! Ich nichts wissen. Oh, Alter, ist ja mal eng in die Straße hier. Man muss ja überhaupt sagen, 80 Kilometer nach vor Linz. Kann ich ja nicht super machen? Beep, 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 beep. Warte mal. Das war so Süd? Nee, das ist nicht richtig. Eine Frage, warum macht die Polizei? Also, macht die Polizei irgendwas, wenn ich jetzt gerade irgendwie nicht mehr ramme oder so? Mach dein scheiß Telefon aus! Die Leute wollen schlafen. Okay. Meine Fresse! Alles verschüttet, danke! Ich sag der Polizei danke, die ist einfach eingezogen. Ich war voll am Überholen hier gerade. Und ja, die Karre ist wieder verschwunden. Also scheinbar, wenn die Fahrzeuge überschlagen oder sich auch immer oder ins Schleuder kommen, dann verschwinden sie. So, jetzt sind wir mal wieder vorbildlich. Aber nicht unvermittelt. Spaß. So, wir kriegen schon so scheiß Bewertung, aber das interessiert mich nicht. Wir sind eh schon Maximum Level. Es gibt nicht nur vier Level. Mit dem Level erhöht sich dann quasi die Reichweite, die ihr fahren könnt. Habe ich nicht eben schon was gesagt? Mir fällt gerade was ein. So, jetzt. So, wir haben jetzt noch 50 bis Linz.
Graz, Regensburg, Linz ist geradeaus, ist also richtig. Also tu dich auch fast, ich muss nicht mehr auf die Seite zu legen, sonst kann das wieder richtig Chaos geben. Mach dein Handy aus! Sonst komme ich hoch. Kann ich mal so. Das ist lustig, wenn ich, kann ich mal aussteigen. Ich kann doch nicht mal aussteigen, während ich fahre. Das sind aber da Kähne und Nickel. Schnauze! Entschuldigung! Ich nix wissen! Wieso kriegst du ab? Was ist wirklich diese Scheiße? Das soll ich nicht rüberjagen. Alter. Kuckuck! Hallo? WC? Warum? Was ist das? So, sind wir dann hier? Linz, St. Pölten, 25 Kilometer von Linz. Das wird wahrscheinlich hier nur die einzige Folge bleiben für heute. Wahrscheinlich mache ich dann nachher noch mal eine zweite, aber ich weiß es noch nicht. Der Katze? Oh, wir sind hier links, ne? Festhalten! Ja und? Ich habe mein Bier verschüttet, das ist noch schlimmer. Was müssen wir so einen Gaskick nehmen? Nicht, dass wir geblitzt werden. Ich hoffe, es wurde schon geblitzt worden, Leute. Ich glaube, einmal. Ich bin froh, wenn die Mega-Zicke raus ist. Fahr aber nicht so schnell! Halt die Fresse! Mir die alle auf mit ihrem scheiß Telefon auf den Sack. Guck mal, wir haben die nächste Stadt freigeschaltet. Hm? War was? Nämlich Linz. Moin. Geh auf. Was haben wir denn überhaupt? Weiß ich nicht. Wo willst du überhaupt hin? Nach Wien. Ja, kann man machen. Nein, wo willst du hin? Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Klar. Auf geht's. Ciao. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Die Lina. Ja. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Der Bosse Geiser. St. Pölten möchtest du? Jawohl. Grüezi, bitte sehr. Jerome Michaelis. Jawohl. Mahlzeit, bitte sehr. Jonas, gut. Danke sehr. So, es sind noch drei Leute da. So, wir haben auf jeden Fall fällt einer falsch. Hallo. Jetzt. Sie müssen sich irren. Entschuldigung. Ich hoffe, ich auch. Moin. Fahren Sie in meine Richtung? Ich habe mich schon auf der Liste gesehen. Jawohl. Cool. Salut. Fahren Sie in meine Richtung? Lias. Wo willst du hin? Nach Brüssel.
Nö. Mist. Mahlzeit. Hier, mein Ticket. Lars, dich habe ich doch gesehen. Du fehlst auf der Liste und damit ist das Thema durch. Die Frage, was passiert, wenn ich... Ich hätte halt das ausprobieren sollen. So. Gut. Sagen wir mal Bescheid in der Leitstelle. Ist die Mecca-Aule wieder dabei, oder? So, weiter geht's in Richtung St. Pölten. Das sind jetzt nochmal 130 Kilometer. So, weiter geht's heute mit unserem Flixbus-Simulator. Wäre nicht alles so verflixt toll. So, wir machen weiter mit unserer nächsten Etappe, und zwar nach St. Pölten in Österreich. Wir waren ja schon in Salzburg. Wir waren jetzt schon in Linz und sind jetzt, oder sie sind jetzt gerade in Linz und machen jetzt weiter in Richtung St. Pölten. Und dann kommt noch Wien und dann kommt Graz. Oh oh. Hallo! Das ist hier nicht die Formel 1. Nicht? Ich dachte, wäre jetzt ja Max Verstappen oder so. Keine Ahnung. Ich jagte gerade mit 70 durch die St. Pölten. Schön ist, wenn du nachts fährst, du kommst hier so ohne Probleme durch. Tagsüber hast du den übelsten Sturm. Mach dein Wecker aus! Sag mal, wer ruft die um 11 Uhr abends doch an? Wo müssen wir planen? Hier geradeaus, ne? St. Pölten, das ist richtig. Salzburg waren wir schon. Ja, wir haben schon einiges erlebt heute, ne? Wir haben schon den Bus auf die Seite gelegt, wir sind schon den Bus hinterhergerannt. Das habe ich nicht auf Video, aber ich bin im NPC-Fahrzeug gefahren und bin nicht mehr rausgekommen. Ist schon witzig alles. Och Leute, ey, geht ihr mir mit einem scheiß Handy auf den Sinkel? So, wie war man da? Das, was, wann muss ich überhaupt die nächste Pause machen? So gerade in dem Fall. 0:15. Eine Stunde. Wahrscheinlich hinter so einem Pölken. Sag mal, ist hier in Österreich Dauer 80? Schneller und wir durchbrechen die Schallmauer. Kann man ja versuchen. Mal jetzt bei der Kurve kann ich es verstehen, die 60, aber. Ich bin Flixbus-Fahrer, warte mal. So. Also 0:15 sollen wir die erste Pause, sollen wir die nächste Pause. Ich hack hier gerade jetzt durch 80 Kilometer nur noch bis St. Pölten! Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Oh oh, jetzt gibt's Ärger. Ist er hier rein? Schaut jetzt nicht, ne? War das jetzt für. Ne, das war nicht für mich geachtet jetzt, ne? Weil die der Weg ging nicht rechts. Also ging wahrscheinlich für den LKW.
Die war doch für mich. So, die große Frage, was passiert jetzt? Die versuchen es wahrscheinlich am nächsten Ratsfest nochmal, oder? Ich würde es sowieso mal ausprobieren. Jetzt weiß ich es nicht kurz vor. Aber weil die Linie ging doch da am Ende geradeaus, also da kam jetzt keine Linie rüber. Ja. Naja, ist halt so. Haben wir halt keine Polizeikontrolle, Leute. Die Straßen sind aber auch verdammt enge hier. Zum Überholen. Ich, wie gesagt, wir fürchten, dass wir dann der nächsten. Dass der Rastplatz an der nächsten Haltestelle. Dass die Polizei nochmal am nächsten Rastplatz kontrolliert. So ist ein bisschen richtig. Aber der ist doch auf der anderen Seite. Oh, Alter, mach dein scheiß Handy aus. Jetzt. Das war jetzt für die andere Seite. Das war jetzt mal für die andere Seite. Und ich muss mal gerade kurz meine Schüssel wegstellen. So, jetzt hoffe ich, dass ich soweit alles gut habe. Hilfe! Alter, zieh doch nicht immer von meiner. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht, auch im Real Life. Also, wie gesagt, ich bin ja wirklich Busfahrer. Ich fahre natürlich, das hier ist ja mehr oder weniger ein Spaß, ein bisschen Spaß an der Freude hier. Aber, dass der mir jetzt quasi mehr oder weniger so. Also, wie gesagt, das im Real Life mag ich nicht, wenn die mir so 5 Meter vor der Nase reinziehen müssen. Ja. So, noch 30 Kilometer bis zum nächsten Etappenziel. Und dann geht's nach Wien und danach geht's nach Graz und dann haben wir Feierabend. Für heute. Und von Wien geht's dann aus in der nächsten Episode weiter, wahrscheinlich durch Tschechien. Kilometer noch. Wir haben noch einen halben Tank, fällt mir gerade auf, ne? Jo. Das war schon freiwillig. Wurde die Ampel gerade grün? Die war grün. Mit St. Pölten. St. Pölten schalten wir jetzt gleich den nächsten Teil, die nächste Stadt frei. Burger. So, jetzt müssen wir hier geradeaus mit Kreisverkehr.
Alter. Wenn ich hoffentlich auf Feierabend hab. Das wäre den letzten Test, weil es gar nicht so vorgekommen ist mit den, mit den Handys. Ich hab Vorfahrt! Der ist ja wie so ein Irrer da reingezogen. Nur noch Irrer unterwegs auf der Straße. Nur ich fahre jetzt die Normalie. So, damit herzlich willkommen, St. Pölten. So, was möchtest du? Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Nach Graz. Gib es nicht. Graz ist aus. Auf geht's. Nur einige dabei, die kein Ticket haben, ne? Oder zwei, drei. Du willst gar nicht mit? Ciao. Du willst mit. Das Ticket. Bitte schön. Heinrich. Der Heinrich Schäfer. Ciao. Natürlich. Grüezi. Bin ich hier richtig? Weiß ich nicht. Wo bist du denn hier? Defner Heinen. Dankeschön. Mahlzeit. Mein Ticket? Esther. Jawohl. Grüezi. Hier ist mein Ticket. Och, nein. Nö. Ich will gleich mal was ausprobieren. Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Nach Amsterdam. Eigentlich nicht auf meiner Route. Du musst die korrekte Stadt aus dem Ticket kontrollieren. Ja, gut. Deswegen wollte ich gerade was machen. Nein, aber du kannst nicht. Ich würde. Ach nee, jetzt nicht. Hallo, mein Ticket. Das war gestern gültig. Zweimal kontrollieren. Hallo, bitte. War nur ein Scherz. So, was bist du jetzt, Jim? Wer bist du, der Jim? Vielen Dank. So, da hinten ist doch einer. Das ist wahrscheinlich der Letzte. Lefke Kuhlmann. Auf geht's. Jawohl. Und damit haben wir sie alle. Aua. So, da wird der Affe tot. Weiter geht die Reise nach Wien. So. Oh, Alter, direkt eingestiegen und schon unbeliebt gemacht. Und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen so, Fahrt starten. Auf geht's. Kein Fahrgast vergessen. Und die nächste Pause ist um 0.15 Uhr. Wir haben jetzt, oh, wir müssen Pause machen. Wir müssen dringend Pause machen. Wir sind schon durch mittlerweile durch so einen Pölten. Wir sollten eigentlich erst in Salzburg sein. Gut. Machen wir die Pause. Ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser hier genießt die Ansage, ich. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte. Wir müssen Pause machen. Ich darf tatsächlich noch nicht mal hier Pause machen, ich muss starten. Und wie faxen jetzt? Und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Ja, ich muss jetzt Pause machen, ne? Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken.
Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Ich mache jetzt erstmal Pause. Welcome to Flixbus. We're glad to have you on board. Jo, moin, bin da. Get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Ich muss Pause machen. So, Pause. Weiter geht's. Find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. Ist voll aber, ne? If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, so you can take advantage of our 13, 14, 15. Simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can find Einer fehlt noch. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Einer fehlt noch. Wir sind nicht wo. Ach, hier vorne. Gut, damit haben wir sie alle kontrolliert. Gut, und dann geht's weiter Richtung Wien. So, weiter geht's mit unserer vorletzten Teilstück, und zwar nach Wien. Die Frage, was kriege ich, ob ich da ohne weiteres raus? Ich muss jetzt gerade gucken, ob ich da rauskomme oder weiteres. Da komme ich nicht raus, oder? Niemals. Doch, das kriegen wir schon hin. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Tja, fahr doch mit dem Taxi. Und was ist richtig jetzt? Bin ich jetzt überhaupt richtig? Muss ich jetzt lang? Geradeaus oder weiter? Oder wohin? Ja, ich muss auch links. Ich bin schon gerade rausgekommen. Jetzt fängt es auch noch zu regnen hier, oder was? Ah, nee, alles gut, das passt schon. So, 80 Kilometer vor bis Wien und dann gibt's nach Graz. Oh, Alter, ich schmeiß dein Handy gleich aus dem Fenster. Das Fenster ist auch. Ne, ist zu. So, wir machen gar, geben jetzt ein bisschen Gummi bis Wien. So. Stopp, falsch. Da bin ich doch bestimmt richtig. So. So, weiter geht's. 70 Kilometer vor Wien, also soweit ist es gar nicht, zwischen St. Pölten und Wien. Sind Sie gerade geblitzt worden? Nee, nee. Das war bestimmt eine Spiegel, Sonne oder so. Sonneneruption.
Also wenn es hier ein Blitzer ist. Scheiße. Ich glaube, das ist überhaupt der zweite, seit ich immer seitlich. Bleifuß. Ja und? Passiert? Ich bin Busfahrer, ich darf das. Haben wir denn überhaupt noch? Halbe Tank. Haben wir überhaupt noch eine Tankstelle vor Wien? Ich fahre bestimmt bis Graz jetzt durch, oder? Doch, eine Tankstelle haben wir noch. Wir haben jetzt eine, wir haben in Wien eine und wir haben auf der Strecke eine. Ich fahre jetzt tanken. Egal. Mir ist das zu heiß. Sonst hänge ich nachher, sonst hänge ich wieder in Luzern mit dem Viertel Tank irgendwo dagegen rum. Wo ich dann denke, oh. Ich fahre mit der Nutze das Navi, ich fahre nur jetzt tanken. Wir tanken kurz einmal, dann ist mir sonst zu heiß alles. Geht ist mir sonst zu heiß. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier fertig ist. So, 400 Euro für 300 Liter. Passt soweit. Tankfüllung ist voll. Tank ist voll wieder. Wir machen uns weiter auf den Weg in Richtung Wien. Müssen wir die nächste Pause machen? Offiziell 4:30 Uhr. Wir haben jetzt eins, ja, schaffen wir schon. Ja. Die schaffen wir durch die Strecke, da brauchen wir keine Pause mehr machen. Da brauchen wir keine Pause mehr machen. Jo, gleich sind wir in Wien. Liebe Leute. Wen das denn, fragt euch. Ja. Gas gegeben und angekommen, wa? Alter, geht die mir auf den Senkel, Alter. Wir haben 1 Uhr in der Nacht und pausenlos klingelt da irgendein Telefon. Und dann gucken wir mal, wie weit wir als nächstes haben. Es ging ja noch von der Strecke her sogar. Das waren jetzt 1000 Kilometer. Gut, es fährt der letzte Abschnitt von Wien nach Graz noch.
Und dann hätten wir's. So, jetzt sind wir in Wien. Ist das richtig? Ja. Hier vorne ist die Haltestelle. Das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt hier einmal rum. Natürlich ist genau in dem Moment die Ampel rot. Das wäre gerade zu blöde. Da müssen wir hin. Hat jemand schon mal euch irgendwas erzählt von wegen, dass es sowas von. Dass ihr, also ich dachte schon, Gent wäre schon schlimm. Aber Wien ist nochmal eine Nummer, hat doch nochmal was. So, damit herzlich willkommen in Wien. Wohl kann ich anlassen, sag ich der Mutter, wir fahren ja gleich weiter. Okay, hat alle gehört. Guten Tag. Ja, ja, warte. Ellen Schiller, ja. Das wird gar nicht alle zu mir. Du willst zu mir, hallo? Erik, jawohl. Hallo, mein Ticket. So, bist du ab, du bist. Vielen Dank. Da haben Sie eine Richtung. Der Robert, jawohl. Damit haben wir es schon. Warum mache ich mal meinen Motor aus? So, mal die coole Ansage machen. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Also, geht sofort weiter. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam. So, unser letzter Teilabschnitt. Grad. Unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Schnallpflicht. So, bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere weiteren Sicherheitshinweise 190. Und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Warte mal kurz.
So. Danke für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Das ist Hello ja die and Formel welcome 1. To Flixbus. Is it? We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are more secure. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Genau, so ist es. Jo, dann haben wir nochmal kurz die Ansage gehört. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, Erfahrungspunkte sind, als ich gesagt, für mich eigentlich uninteressant. Aber wir sind gerade am Start immer noch mit unserem, wir haben uns mit unserem Neoplan Skyliner auf dem Weg von Graz, von Wien nach Graz. Das ist also quasi die letzte, mach dein scheiß Handy aus oder ich weiß aus dem Fenster. Komm, Dave, mach schnell, komm, Gas. So, getankt haben wir ja. Wir können jetzt also mehr oder weniger ohne Pause durch bis Graz. Und dann geht es wahrscheinlich dann in Wien weiter. Wieder zurück in Wien weiter nach Tschechien. Und da fehlt es natürlich neben den ganzen Gestatten in Deutschland noch irgendwann die. Ja, Frankreich. Genau, Frankreich fehlt es dann auch noch. Aber da haben wir noch nichts gemacht. Aber das werden wir noch machen. Ich glaube, dann hätten wir fast auch alle. Also ich will jetzt in der nächsten Folge gerne mit Tschechien weitermachen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir das für einen Kilometertisch schaffen. Also 1000 Kilometer Stück, das ist schon ordentlich. Das merkst du dann irgendwann auch. Auch wenn es nur so ein bisschen gequatscht, dummes Gequatsch ist. So, mit dem Wetter muss man ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt gerade gucken. Graz gerade aus. Marburg. Ja, wir müssen gerade aus. Wir dürfen. Ihr denkt, okay, wir müssen jetzt abbiegen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen gerade aus. Aber im Gegensatz zu der Schweizstrecke zum Beispiel haben wir hier keine Maut. Oder so gut wie keine. Gut, wenn ich ehrlich bin, in der Schweiz. Warte mal. Ja gut, die Autobahn ist wie ausgestorben, ne? Da gibt es aber nur 80 fahren. Österreich 80 ist der Tempolimit? Ich dachte schon, die Schweizer mit den 120 wäre schlimm. Die Schweiz. Sind die riesig tatsächlich mit 80 km/h? Ach, so ein Stück hier scheinbar.
Ich freue mich ja, wenn es dann mal wieder Richtung Halle und sowas geht. Fahren wir dann auch am Flughafen und sowas vorbei? Ich habe ja da mal ein halbes Jahr gearbeitet. Sieht das, wie original sieht das dann aus? Also wenn du dann Halle-Leipzig fährst, wieder zurück. Wahrscheinlich fahren wir dann von Halle nach Potsdam, weil Potsdam fährt es ja auch noch. Die hätte ich ja mit reingenommen. Ich bin ja direkt von Leipzig aus nach Berlin und in Potsdam habe ich jetzt Potsdam mitnehmen müssen. Und Flensburg fährt es ja auch noch. Aber Flensburg geht immer mit, wenn wir dann oben Wolfsburg und so fahren. Wenn wir wahrscheinlich dann den Schlenker hochmachen. So, 96 Kilometer noch. Dann haben wir dann auch Österreich weg. Auf. Ey, ich bemühe mich. Ich wurde gerade überholt. Warum darf ich nicht schneller fahren? Warum? Die Autobahn ist ausgebaut. Ist das eine Baustelle oder so? Wahrscheinlich wieder Steigung, oder? Habe ich gesagt, ist die nächste Pause 4 Uhr, was? 4:45? Jetzt darf ich Gas geben wieder. Warum auch immer dazwischen seit ich 60 ist. Polizeikontrolle ist wieder am Anfang. Wir haben nämlich auch keine, wir haben sie mehr oder weniger unfreiwillig ignoriert. Ich vermute, dass vielleicht noch einer kommt. Wenn wir unsere, wie gesagt, ignoriert haben. Ich vermute, dass da noch eine, dass wir vor Wien noch mal eine kriegen. Die Frage ist, haben wir noch einen Rastplatz irgendwo? Vor allem jetzt 80 werde von dem Transporter überholt. Woher wisst ihr, wie schnell ich fahre, ihr Idioten? Sie nicht. Jetzt. Leifus. Ja und? So, wir sind jetzt straight unterwegs Richtung Graz. Wir müssen jetzt hier wahrscheinlich ruhig drunter. Ja, wir sind einmal eine Schleife gefahren, mehr oder weniger. Wir müssen jetzt Graz mitnehmen. Müssen wir Bremse auch immer aufpassen, nicht dass der Bus dann den Schläger macht. Das sieht schon krass aus mit den Bergen hier, ne? Das sind die Alpen wahrscheinlich. Oder sollen die darstellen? Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Welches Tempolimit? Mach dein scheiß Handy aus! Ach, geht mir auf den Sack mit dem scheiß Tempolimit, ey. Ja gut, wahrscheinlich ist das Tempolimit ja auch dafür da, dass
wenn die da schneller durchfahren, sind natürlich die Motorengeräusche, die widerhallen, höher. Und dann kann das sein, dass hier vielleicht irgendwelche Schäden entstehen. Durch die Vibration, durch den Schall. So, 20 Kilometer vor unserer finalen Destination hier in Graz, oder mal Österreich, auch weg. Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Alter, du kannst gleich laufen. Gut, dass es nicht mehr so weit ist. Ich merke Fritzen weg. Wenn die Katze jetzt nicht so durchheizen. So, ich kann euch jetzt schon mal ankündigen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wahrscheinlich in Wien wieder. Also wir werden nicht von Graz nach Wien fahren, das ist sinnfrei. Ich gucke gleich mal, was die Strecke jetzt. Ich baue gar nicht eine Strecke neu, weil dann werde ich uns die nächste Destination schon bauen. Wie gesagt, ich will eigentlich dann Tschechien abarbeiten. So, Graz. Casino. Ich bin jetzt gerade echt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich hier 0,0 aus. Weder Graz noch Wien. Also Österreich so gut wie gar nicht. Schweiz, ja, Luzern, das habe ich ein bisschen wiedererkannt. Basel habe ich ein bisschen wiedererkannt. Sind wir hier richtig? Ist hier durch? Ja, doch, ist richtig. So, und damit schließen wir nun final auch Österreich ab. Ich habe die ganze Fahrt verschlafen. Das ist doch schön. Hast du die meiste Kram verpasst? So. Zu. Gut, dass das nicht von meinem Bus kommt. So. Gut. Und damit herzlich willkommen in Wien. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann gehen wir mal schauen. Beziehungsweise in Graz sind wir jetzt gerade. Und dann sehen wir uns vielleicht in Wien wieder. Und dann gucken wir mal, was wir für eine Route machen. Wobei, ich muss mich kurz abmelden. Weil ich bin hier raus. Wir gucken mal, was wir kriegen. Ungültige Tickets verkauft. Okay, das war jetzt mehr oder weniger mal nur ein Test. 1033 Kilometer haben wir gefahren. Ökonomie, Überpünktlichkeit. Null. Okay. Pausenqualität 0. Wow. Naja, ist nicht schlimm. Hab da Ansage abgespielt 5-mal, aber wir haben alles andere haben wir. Keine Fahrgäste, keine. Pausenqualität 0, geil, okay. Passiert. Verkehrsregeln. Schaffschild 23. Links eingehalten, jo, passt. Betriebszeit eingehalten, wir haben nichts zu gefahren. Alles war irgendwann eine Radarkontrolle einmal gewitzt worden. Ich glaube, die eine Brücke oben hinter Wien. Ja. Passatverletzt 0. Fahrverhalten. Ich habe natürlich eingehalten. Die Schwierigkeit ist eigentlich 90%, weil. Auf der Straße gefahren 97%. Ja, er rechnet auch auf Gelände, wenn wir von der auf die an die Tankstelle fahren. Naja, egal. Gut. Okay. Gut.
Und in der nächsten Episode geht's dann weiter von wieder aus wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die rote Nummer. Warte, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 9. Das war jetzt die 10. So. So, da gucken wir mal von wieder aus. Wie sein paar Wissen haben wir ja noch. Was wollen wir denn mal schauen? Oder fahren wir mal. Ne, wir fahren mal gucken. Wir gucken mal. Wien? Das Problem, Brno, Ostrava, da müssen wir den ganzen Weg zurück. Ostrava. Prag. Pilsen. Da könnten wir. Ja, Budweis, wieder Budweis. Ist auch schon wieder so ein 1000 Kilometer Ding, ne? Aber das geht ja nicht. Weil alleine du fährst ja Ostrava hin und her. So, Budweis, dann wahrscheinlich, ja, alles andere bringt jetzt nichts. Wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich dann Tschechien fahren. Weil ich gerne Dresden-Prag hätte. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach erstmal was anderes mache. Ich fahre jetzt erstmal Tschechien, dann haben wir die aber weg. Und wenn wir dann fertig sind, fahren wir dann von Prag wahrscheinlich über, oder von Pilsen wahrscheinlich über Bayern unten. Ein bisschen. Pilsen, Nürnberg, Regensburg, München, Augsburg, Stuttgart und sowas. Gut, das werden wir dann machen. Genau, so wie es aussieht. Und Wien, Czeski Budovic wird jetzt die nächste Ausstellung. Also, Budweis ist es. Und dann schauen wir mal. Bis dahin oder auf Wiedersehen bei eurem Fernbus-Simulator. Bis dahin. Tschüss.